Ja, Altersschwäche, Junge. Macht sowas nicht. Was ist eigentlich? Achso, der Technologiebaum steht ja, ne? Da ging ja nichts weiter. Da könnte ich noch die Goldschmiede machen. Oh, das war instant. Warte. Stufe 6. Ach, du grüne Neune. Möchten Sie die Münzprägerei? Nee, möchte ich nicht. Da können wir. Oh, warte mal. U ist der Verbesserungsbaum. Entschuldigung, hab V gedrückt. Dann machen wir die Handelsbeziehungen. Ja, und dann mal mit Tiertechnologie. Schließen. So, ist der Bäcker jetzt hier bäckerbereit? Kohle beheizt. Was kann man denn noch machen? Holz befeuert, also. Aufwerten, 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 aufwerten. Ja. So, jetzt kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Brot, weil Weizen ist ja eigentlich genug da, wobei das auch abgenommen hat. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir Bier brauen. Möbel pendeln sich langsam ein bisschen mehr Wodka ist da, die Keramik steigt leicht. Walter ist an Altersschwäche gestorben. Ich bin für. Oh Moment. Wir könnten hier hinten ein Lagerhaus hinbauen. Kriegen wir das hier irgendwie. Ach, das geht ja nicht wegen dem. Das geht auch nicht. Ich baue mal das Lagerhaus hier hin. Verbesserungsbaum. Moment. Vieh. Ja, mach das. Dann haben wir da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Platz. Das gefällt mir übrigens nicht. Das finde ich nicht schön. Und das Kohlfeld dazwischen finde ich auch blöd. Ich habe da auch gerade einen Fehler gemacht. Ah, das ist egal. Kann ich ja jetzt auch nicht mehr ändern, dass ich den gemacht habe. Könntet ihr mal gucken, dass das mit dem Essen was wird? Wir brauchen auch noch mehr Felder für den Wodka. Wenn man so ein bisschen Land aufschütten könnte, das hätte jetzt auch irgendwie Stil. Lalala. Das macht nur Spaß, das Ding, ne? Ja, das macht nur Spaß. Das macht sonst nichts. Wie sieht es mit dem Brot aus? Das sind Feldfrüchte. Ah, ne, Kartoffeln. Kartoffeln haben wir auch viel. Eigentlich ist es gar nicht so, dass wir die Kartoffeln schlecht sind, sondern es ist eigentlich mehr die Tatsache, dass wir wahrscheinlich nur eine Destillerie für Wodka haben, ne? Ne, haben wir gar nicht. Da ist noch eine zweite, oder? Ja, aber die ist halt nicht abgegradet wegen den Punkten. Das könnte ich jetzt noch machen, dann sind meine Punkte aber alle und das will ich eigentlich irgendwie nicht so richtig. Würde dann vielleicht lieber noch eine dritte bauen. Mal gucken, wo man das hinmacht. Passt das vielleicht? Hier zwischen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Dann stellen wir es halt dahin. Was soll das? Habe ich noch Arbeiter? Nicht, dass das jetzt gleich wieder hier. Nee, das geht noch. Das ist noch safe. Das ist noch safe. Solange das safe ist, ist gut. Ah, jetzt ist die Keramik auch wieder am Arsch. Wer weiß warum. Ich habe keine Ahnung. Das hier war die neue, ne? Ja. Das mit der Keramik ist mir ein Rätsel. Habe ich zu wenig Leben vielleicht? Naja, mit dem Leben, das ist jetzt auch nicht so, dass das mega steil geht. Kann ich hier mit dem Lebenwerk irgendwas machen? Oh, ich kann das upgraden, aber was macht das? Ah, das macht die Arbeitsgeschwindigkeit höher. Also, es bringt tatsächlich ein bisschen was. Die Bürger vergöttern dich. Das ist schön. Das wäre noch schöner, wenn ich auch was davon hätte. Shift Z. Wir könnten ja vielleicht hier auch mal den Weg upgraden. Laufen ja dann, glaube ich, immerhin ein bisschen schneller. Bin mir noch nicht sicher, ob mehr Lieferdienste nicht auch Sinn möchten. Dann brauche ich aber auch immer Arbeiter dafür. Das ist so. Das ist immer so eine. Das eine zieht immer das andere so ein bisschen nach sich. So, jetzt haben wir da auch die Wege mal geupdatet. Mal gucken, bis wann das dauert. Ja, dann albern wir noch da was hin. Ja, mal gucken, wie lange die dafür brauchen. Wir haben genug Häuser. Das ist gut. Nahrung geht rasant den Bach runter. Rasant.
Macht da mal einen Arbeitsplatz mehr. Moment, da habe ich schon alle Arbeitsplätze. Das ist auch noch ein Fischer. Arbeitsplatz mehr. Ist auch das Ausgabeinventar voll. Habe ich hier nicht schon einen Lieferdienst? Bin mir fast sicher, dass ich da einen hatte. Aber kann mich ja irren. Kriege ich es jetzt tatsächlich wieder hin, das an die Wand zu fahren, weil wir verhungern? Immigrants from Sven Enger want to join you. Jo, kannst du kommen. Aber ich brauche irgendwie noch was zu essen, ne? Können wir mit den Kartoffeln nicht irgendwas machen? Unser Fisch, Alter, der Fisch geht dahin. Das ist eine rasante Sache. Der Fisch geht dahin. Ich brauche mehr Fischer. Fischerhütte. Moment, das muss ja andersrum. Oh, da ist er nicht mehr so effizient. Warum? Was hast du denn? Ich verstehe es nicht. Ah, ist bestimmt. Ja, hab's doch verstanden. Gut, jetzt ist er nur noch bei 100. Das finde ich jetzt blöd, aber kann es jetzt auch nicht ändern. Ne? Ich war im Verbesserungsbau unterwegs bei Dorfviehwirtschaft. Hat ja was mit den Schafen, geht ja auch was, ne? Kannst ja auch Schaffleisch machen. Was fehlt denn hier? Wild ist nicht mehr ganz so gut und die Schafe gehen auch in den Bach. Oder? Moment mal, wir haben doch, wenn ich mal gucke, wenn ich noch eine Schaffarm bauen würde, dann würde die hier hinstellen. Natürlich geht das nicht, weil da hinten der Berg ist, ist ja klar. Und da müsste ich sie ins Essgebiet stellen und das will ich eigentlich. Boah, ist das bescheuert. Eieieiei. Tragisch. Das ist vielleicht. Ja. Immerhin ist der Fischer fertig. Den können wir gleich mal noch einen Arbeitsplatz zuweisen. Aber verbessern tue ich dich nicht. Da habe ich kein Interesse dran. Da habe ich einen Fischer, der hat alles gekriegt, was er braucht. Aber der hat das Industriezeitalter noch nicht erreicht. Das ist, weil ich nicht genug Häuser habe. Ich müsste mal gucken. Ich bin jetzt bei... Oh, wow. Ich bin dabei, dass meine Jungs wahrscheinlich gleich verhungern. 3 Einwanderer? Mhm. Kannst du machen. Warum sind sie denn jetzt eigentlich so... Alter, warum sterben die denn alt? Hör doch auf, mach Kinder. Und Nachschub. Medizin geht. Okay, muss überlegen. Brauchen mehr Nahrung. Ich weiß gar nicht, was machen die denn eigentlich mit dem Kohl? Machen die aus dem Kohl was? Passiert mit dem Kohl irgendwas? Wir könnten jetzt hier... Warte mal. Machen wir hier zu. Das können wir ja eigentlich mal zumachen. Und dann reißen wir die zwei wieder ab. Das sieht nämlich auch ein bisschen doof aus. Und dann machen wir mal Shift und Z. Dann lassen wir hier eine Straße langlaufen. Ja, ich weiß, ich reiß schon wieder was mit Wildschweinen weg. Das wollte ich nicht, aber ey, das ist... Was willst du machen? Ich muss ja jetzt hier nochmal ein bisschen Felder hinknüppeln für irgendwas. Was machen wir denn jetzt hier? Felder. Naja, da machen wir erstmal 6 breit und dann ziehen wir hier runter, Alter. Aber mal so richtig. So, und dann können wir mal gucken. Wir könnten hier Weizen anbauen, Kohl, medizinische Kräuter und Kartoffeln. Ich bleib bei Weizen. Können wir ein bisschen Brot backen. Da können wir etwas Brot backen und Brot backen ist eine tolle Sache. Da bin ich überzeugt von. Das Brot backen, genau das ist, was wir brauchen. Aber erstmal müssen sie es auch hingekriegt haben, das überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Und dann könnten wir daneben noch was bauen und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie... Warte mal, wir machen mal hier noch einen Weg dran. Ja, dann geht das nächste Wildschwein... dahin. So, dann 6 breit und Vollgas. Ja, das kannst du dann bis oben hinziehen. Zack. Da kannst du auch Weizen machen. Was rennt dann jetzt alles durchs Wasser? Achso. Machen sie nicht. Kurz ein bisschen Angst. Ach, die bringen die Kartoffeln dahin. Warte mal, können wir da nicht eine Straße hinbauen? Von hier. Ah.
Geht nur über Umwege. Aber wir können. Und dann können wir auch dahin. So, super. Perfekt. Die armen Wildschweine. Das wird das Wildfleisch nicht gerade besser machen. Wir müssen da mal gucken, dass wir noch ein paar Schaffarmen anbauen. Müssen wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwie auch ein anderes Gelände für holen. Mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Wie sich das so entwickelt mit dem Ganzen. Da sollten sie auch was wegmachen. Das haben sie auch noch irgendwie nicht geschafft. Keine Ahnung warum. Da auch. Oh, macht keiner mehr was hier. Alles vorbei. Was machen die denn eigentlich allzu viel Geld? Handelsroute verbinden. Ich könnte denen was schenken. Aha. Benötigt eine Stadtverbindung, um eine Handelsroute zu etablieren. Verbinde dein Rathaus und dein Zielrathaus mit einer Straße. Moment mal, das können wir doch eigentlich mal fix machen. Hier können wir eine Fernstraße bauen. Kann man eine Fernstraße auch in Schirm bauen? Erstmal muss es laden. Speichern. Hier. Guck mal. Das können wir doch so machen. Dann ist das doch verbunden. Nach meiner Theorie. Handelsroute zwischen Brandbli und Feilo wurde eingerichtet. Einnahmen durch die Handelsroute sind abhängig von der Bevölkerungszahl beider Städte. Karawanen. Was für ein Ding. Handelskarawanen gewähren Profit von der Land kaufen. Stell das mal dahin. Was? Einwanderer? Moment. Ja. Ja, wir haben hier Rückgang bei den Bewohnern, weil sie als an Altersschwäche. Das zeitliche Segnen. Oh, Nahrung ist immer noch am Abfallen. Gut, jetzt wird ja hier mit dem Weizen, wird ja jetzt hier richtig Kassala gemacht. Ja, wir müssten das, ich müsste das mal ein bisschen ändern. Also, dann vielleicht die Mühlen und die Brotbäcker nur auf eine Ecke. Dann müsste man weniger hin und her laufen. So eine Überlegung. Weil die Nahrung geht tatsächlich rasant, Barono. Rasant. Ich bin gespannt, ob wir das aufgefangen kriegen oder ob es dahin geht. Man könnte Wetten abschließen. Ich glaube, dass es dahin geht. Haben wir hier nicht einen Obstpflücker in der Nähe? Haus? Ein Förster. Kein Obstpflücker. Mhm. Nein, das ist falsch. Wir brauchen einen Obstsammler. Obst. Da ist Obst. Mach Obst. Zack. Mach Obst und eine schöne Straße. Können wir das beschleunigen? Das würde mich freuen. Ja. So, sammel Obst, mein Freund. Obst sammeln, bis es nicht mehr geht. Wir sind jetzt gleich bei nur noch 4000 Nahrung. Wow. Das ist, ich kann das immer noch verbessern, weil ich immer noch keine 35 Eisenwerkzeuge habe. Ich weiß gar nicht, für was der Scheiß drauf geht. Ah, Handelsroute wählen. Moment, das machen wir. Keine Brandbiel. So. Arbeitsmoral ist... Da. Habt da was. Arbeitet keiner drin. Hab wahrscheinlich keine Arbeiter mehr. Für so ein Quatsch. Habe ich recht? Ja, Arbeiter sind Mangelware. Na ja, gut, das sind jetzt auch, weil viele gestorben sind. Ne? Hatte jetzt viele Tode durch Altersschwäche. Das Ausgabeinventar hier ist voll toll. Toll, 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 toll. Ganz fantastisch. Ganz, ganz großes Kino. Ich mach das Ziel mal in die Nachbarschaft. Vielleicht kriegt das dann besser hin. Und guck mal, da können wir das Ziel auch in die Nachbarschaft legen. Technologiebaum? Ne, der war's nicht. Hier, da muss ich hin. Oh, Viehwirtschaft ist auch ausgeforscht. Was macht denn der Schokoladensnob? Ah. Hab keine. Wir machen Maschinengewehre. Falls wir mal irgendwen auslöschen müssen, dass das wenigstens professionell vonstatten geht. Wie sieht es mit der Nahrung und dem Kohl aus? Kohl steigt. Kohl steigt. Fisch ist keiner mehr da. Fisch haben wir keinen mehr. Fisch ist aus. Wahrscheinlich auf Lebzeit. Habe ich den hier hinten eigentlich jemals irgendwie abgegradet? Nee. Aber da können wir noch einen Arbeitsplatz machen. Ich habe zwar keine Arbeiter mehr, weil alle gestorben sind. Ja, weil alle einfach nur noch... Leder ist wahnsinnig viel da. Leder ist... Ich verkaufe mal wieder ein bisschen Leder. Habe ich auch lange nicht gemacht. Leder. Ciao. Automatisches Speichern. Ja, mach mal. Komm. Ja, Leder. Ciao. Was geht? 300.
Perfekt. Tschüssikowski. Ja, Leder ist raus. Ja, unser Obst geht uns aus. Na, Obst ist weg. Wir bräuchten ein paar mehr Arbeiter. Wie sieht denn das aus hier? Die arbeiten, das ist toll. Einwanderer 3, ja, was willst du denn machen? Das musst du doch akzeptieren. Weil gerade jetzt Inge und das Charlotte an Altersschwäche gestorben sind, ist das ja eine Nullrechnung. Ja, Johnny ist jetzt auch tot. Toll, dann habe ich 3 gekriegt und 3 verloren. Was macht das für einen Sinn? Keinen. Man merkt an den Wegen. Die Wege sind noch nicht fertig. Hier arbeitet bestimmt auch niemand. Nee, da arbeitet keiner. Ich weiß auch gar nicht, was das bringt. Wenn ich jetzt hier was handeln will, ich kann was schenken. Das ist schön. Hier haben wir auch noch ein bisschen Obst. Da könnten wir auch... Kann ich das hier kaufen? Ich beanspruche das einfach mal. Ich bin da mal so frei. Und mach mal weiter damit. So, ich habe Edelsteine. Das ist bestimmt da. Ja, ich kaufe eine Edelsteinmine, ist doch klar.